Hey und ho und so, ihr findet mich mal wieder bei der Arbeit, wie sich das gehört. Hab hier noch ein bisschen was angebracht. Jetzt bin ich aber gerade mal dabei. Jetzt sollte ich vielleicht mal die Elektronik schon mal ein wenig vorbereiten. Dafür muss ich dann hier hinten etwas wegschlagen, etwas großräumiger machen. Überhaupt ist das alles so hässlich. Mit diesem blöden Dirt. Einen Creeper habe ich sogar erschlagen. Jawohl. Ich finde mich selbst auch unheimlich gut. So. Das möchte ich gerne mal ein bisschen noch so schöner machen. Da kommt was drauf und da kommt was drauf. Und hier möchte ich gerne rumlaufen können. Da muss ich auch, glaube ich, sowieso noch lang. Ja, da müssen wir hier öfters mal lang laufen. Jetzt muss man gucken, wo kommt das hier an dem Block käme vielleicht. Was ist denn hier los? Lass mich mal da vorbei. Hier sollten wir vielleicht den Schalter anbringen. Da geht's auch, aber ja, das sieht vielleicht ganz cool aus da. Einen Schalter bauen wir mal hier an. Dass man den halt, wenn man hier so anläuft, dann müssen wir den auch gut erwischen können. Naja, okay, diese kleinen Schalter, die sind wirklich immer etwas problematisch zu kriegen. Also aus dem höheren Tempo heraus auch, ne? Ja, Redstone, ganz gefährliche Sache. Da muss ich mich immer höllisch konzentrieren. Aber es geht noch. Es geht noch, Leute. Es geht noch. Es ist noch nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm, nein. Machen wir dazu. Und da kommt da nämlich einfach nur eine Fackel rein. Und dann kommt da oben noch einfach so ein bisschen Restung drauf. Und jetzt sollten alle drei geschlossen sein. Ja, das ist auch so der Fall. Wie schön. Oh, hier fehlt aber wirklich was von dem schönen Brick. Genau. Kann man sehr schön durchlaufen. Wie ist das denn, wenn ich jetzt hier drauf drücke? Habt ihr das gesehen? Ja. Das klappt. Das klappt. Jetzt ist natürlich das Problem, wir müssen noch eine Leitung legen. Von wo aus denn? Von hier? Von hier so, da die Platte drauf. Sollen wir mal da eine Platte drauflegen? Ja, jetzt müssen wir nur da unten durch, da unten drunter irgendwie. Hier ist ja, ist ein bisschen eng hier, ne? Müssen wir mit diesem halb, mit dieser halben Höhe noch irgendwie hier arbeiten. Ja, aber das müsste doch gehen. Das müsste doch eigentlich gehen. Wenn wir jetzt da. Sowas machen. Ja. Da muss ich eigentlich auch nur an den Block ran. Wie gehe ich denn da hin? Gehe ich da jetzt? Kann ich eigentlich wahrscheinlich sogar hier lang? Und da drunter, ne? Ist das möglich? Ah, nee, das geht nicht. Nein, nein, das geht nicht. Das geht nicht. Oder nehmen wir schön. Ja, nehmen wir das hier. Robustes Material. Dann hier aufbohren. Noch ein bisschen. Immer diese Wechselei. Das Inventar sollte wirklich etwas größer werden, langsam. Und vor allem so eine Sortierfunktion haben. Gib mir alles Stufen, gib mir alles Slabs. Mach mir alles aus dem und dem Holz. Gib, zeig mir alles und keine Ahnung, ne? Schön. Klappt nur leider nicht. Warum klappt es denn jetzt nicht? Achso, ich bin ja viel zu niedrig da vorne. Hallo. Wenn man einmal nicht aufpasst, ne? Schwab. Schwab. Ja, alles klar. Es ist hier nur so ein bisschen. Das ist natürlich nicht so schön hier, weil das noch relativ eng ist jetzt. Da müsste man vielleicht. Obwohl der Bereich ist ja eigentlich recht großräumig. Da könnte man doch eigentlich schon hier noch ein bisschen. Ja, wenn da eine Wand steht, irgendwie. Hier ein paar Slabs drüber sind. Ne? Das geht doch.
okay. Wie sieht's denn von vorne aus? Mal so Pi mal lustig irgendwie gucken. Ah, könnte noch ein bisschen breiter werden und nach oben vielleicht noch irgendwie so mit Stufen vielleicht irgendwas machen. Haben wir Stufen da? Haben wir gerade hier so, ja, die ist natürlich aus Stonebrick. Na, da muss ich welche machen gehen. Wie schlimm. Noch ein paar hier habe ich auf Lager, ja. Aus Deko-Gründen baue ich jetzt einfach ein paar von den tollen Treppen. Ob das wohl schon reicht? Hm. Jedenfalls für die ersten Versuche. Schwabbelibobdibullibum. Achso, wie komme ich noch hoch? Gib mir Baugerüst. Gib mir Baugerüst, gib mir Baugerüst. Ja. Da müsste doch noch irgendwie anderes Holz rüber, denke ich mal. Das ist so nicht schön. Das muss ja auch dicht sein da oben. Und stabil, damit das nicht alles zusammenbricht. Yo. Ach du meine Güte, ist der Tag schon wieder vorbei? Ich glaube es ja nicht. Ich habe noch eine Idee. Das ist jetzt immer, ne? Learning by doing. Gucken und ändern. Soll also ein bisschen größer werden. Hier vielleicht mal ein bisschen auffüllen. Das sieht man ja von unten nicht mehr so. Und eventuelle Hohlräume direkt mal ausgleichen. Ja. Gucken. Ach, das wird ja aber jetzt schon richtig dunkel. Ach. Da mache ich doch einfach mal... Ist schon zu eigentlich jetzt so rein theoretisch? Nee, nicht wirklich. Okay, dann lassen wir es. Dann hole ich jetzt mal eben... Dann hole ich jetzt einfach Holz. Normales Holz. Ja, vielleicht noch ein paar Stämme auch noch. Nehmen wir mal ein paar Stämme mit. Komm, hier mal die Hälfte dieser Stämme. Und Slabs haben wir hier auch noch so ein paar. Die nehmen wir noch mit. Ja, okay, das ist jetzt genug. Die ganzen können wir hier lassen. Das auch. Erstmal noch eine Fackel hier so als sicherheitshalber so. Ja, dass ich dann in der Nacht eben oben halt noch ein bisschen weiter baue. Da hatte ich ja auch noch so eine Idee. Das ist auch genauso spontan jetzt. Da weiß ich auch keine, habe ich keinen Plan, wie es wird. Aber bisher gefällt mir das da oben ganz gut. Das ist eben das Richtige für mich. So schön, schief und krumm. Einfach irgendwo was angeklatscht. Und das sieht dann sehr schön organisch aus. Hurra! Oh, wie schön. Ja, das gefällt mir immer wieder gut. Hier die Ecke, die ist noch, die gefällt mir noch nicht. Da müsste ich noch irgendwas machen. Einen Zaun hier oben drauf bauen. Können wir dann einen Zaun oben drauf bauen? So einen doppelten Zaun, damit das so ein bisschen abgegrenzter aussieht irgendwie, ja. Wäre das nicht was? Wenn ich denn jetzt hier auch mal mich zurechtfinde, denn ich weiß doch wirklich, dass ich ganz viele Zäune habe. So, nun geht's jetzt natürlich los. Hier komme ich jetzt nicht hoch, nee. Jetzt geht's natürlich los. Ah, eine Leiter habe ich auch nicht dabei, vielleicht von oben. Hier komme ich nirgendwo mehr rauf, Leute, ach. Von da ganz oben, hier einmal um den Baum rum.
Wie ich immer so schön sage, warum soll man sich das einfach machen, wenn es auch kompliziert geht? Du gehst mal weg. So, seht ihr, jetzt hüpfe ich mal hier ganz vorsichtig runter. Das müsste ja eigentlich schon gehen. Aha, mich plagt auch ein leichtes Hüngerchen. Ich glaube, ich habe ordentlich Schnitzel mitgebracht. Schöne Original Ponderosa Schnitzel. Ach, guck mal, das sieht schon viel geschlossener aus irgendwie. Was so ein kleiner Zaun doch ausmacht, ne? So, interessante Ecke. Vielleicht noch sogar ein bisschen zu schmal. Hier noch ein bisschen mehr ausbauen. Ja, prima. Kein passendes Holz mehr da. Ist auch immer so. Ja. Hin und her. Hin und her. So. Ja, toll. Jetzt ist ja alles voll. Komm, dann kriegen wir schon wieder. Beim nächsten Mal kriegen wir wieder mit. So lange bleibt das jetzt da liegen. Obwohl ich habe keine Ahnung, ne? Ich habe keine Ahnung, ob es denn wirklich auch lange liegen bleibt. Boah, hier kommt man noch so richtig rum. Das ist ja richtig cool, dass man hier so richtig rumkommt. Ja, Blätter jetzt nicht kaputt machen, so. Vielleicht an einer Stelle irgendwie so. Darf natürlich jetzt unten nicht aus den Augen lassen, wie das denn hier so unten so ist. So schönes Blätterdach. Aber ist sehr dick, ne? Ist eine Lage und also die unterste Lage brauchen wir eigentlich nur. Die obere Lage, die kann schon weg. Also hier das zum Beispiel. Alles jetzt wieder dumm. Ich müsste das eigentlich ja eh wieder keine Slots frei. Hildegard schleppe ich auch die ganze Zeit mit mir rum. Da, das war doch noch so eine Ecke. Aha, ja, da müssen wir doch mal sehen. Wenn man jetzt einfach an einer Stelle so hier, das machen wir jetzt. So, pass mal auf. Ja, jetzt bräuchte ich halt wirklich, ne, Treppenstufen in der anderen Farbe. Gut. Kommt bestimmt. Kommt bestimmt. Und sieht auch gar nicht so schlecht aus. Ne? Irre. Da kann man so richtig oben auf den Baum raufklettern. Das finde ich so total gut. So. Ja. Wie kommt man denn hier so weiter? Das Gestrüpp muss hier weg. Eben kurz was essen, ja. Aha. Ich habe geguckt, ob ich eine Schere dabei habe. Eine Laubschere. Habe ich aber nicht. So, wie machen wir das jetzt? Hier könnten wir vielleicht. Ah, hier. Normales, fettes, dickes Holz. Als Stufe. Jetzt habe ich, glaube ich, meine Girlande. Nee. Die 70er Jahre Girlande, die ist noch da. So. Noch eine Stufe? So geht's doch. Das ist doch cool. Weiß gar nicht, was ihr wollt. Ist alles super. Haha. Ja. Ich sprach doch sowieso mal davon, dann eine zweite Etage aufzubauen. Und das ist auch wirklich jetzt sehr gut möglich. Käme man hier so rum, da so in die nächste Etage rein. Kann man sehr bequem laufen.
Wobei diese Ecke hier nur ein bisschen zu dunkel ist. Wie habe ich denn so Lampen eigentlich? Also habe ich da hier ein bestimmtes System, ob die oft auf so Pfeiler gestellt, ne? Ja. Das sollten wir natürlich ein bisschen beibehalten, diese Idee. Ist ja klar, ne? Damit es so ein wenig stimmig bleibt. Ein bisschen balancieren. Ja, das ist wieder sowas. Da müsste ich jetzt mal von unten ran. Aber, machen wir das doch einfach so. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Wir müssen ja nicht schließlich niemandem lautstark erzählen oder ihm mit der Nase draufstoßen, dass diese Zäune eigentlich in der Luft schweben. Ja. Guck mal, das fällt doch gar nicht auf. Und jetzt auch bis zum Rand hier durch. Das ist jetzt etwas schwierig. Ich glaube, das kriege ich gerade so eben hin. Ja. Ne, und dann haben wir doch hier wieder schon die perfekten Stellen für ein bisschen Beleuchtung. Und es wird Tag. Hier eigentlich dasselbe in Grün, ne? Oder so einfach. Ein bisschen Variation. Warum nicht? Okay, hier. Wie sieht das dann aus mit den... Die lagern sich genau drauf. Das ist, ja. Mal sehen. Da aus dem Boden macht, ist der allerdings etwas zu tief. Der sollte ja, wenn, dann noch einen Block höher sein, ne? Da müssten wir vielleicht noch einen Block draufziehen. Vielleicht aus den normalen. Da ist Tropenholz, das geht weg wie warme Semmeln, ne? Komm, den machen wir einfach so. Und jetzt setzen wir hier einfach noch was drauf. Nicht da auf die Ecke, da kommt wieder ein Stück Zaun hin. Hab keinen mehr. Ganz Zaun verbraten. Wie ärgerlich. Jetzt muss ich da nachher wieder irgendwie rumwursteln, damit ich das da hinbekomme. Alles klar. Ja, genau. Na, müssen wir vielleicht noch ein bisschen, damit es nicht so ganz so kantig aussieht. Oh! Ach doch, es geht aber. Jetzt kommt da so das Dach drauf. Das ist, glaube ich, ganz hübsch. Ich hole mal noch einen Zaun, dann machen wir es direkt mal. Ja, hier den anderen. Trillili, 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 trillili. Ah, herrlich. Das ist ja wie so eine kleine Baumstadt. Wow. Hängen wir jetzt mal noch ein paar Zäune dran. So, jetzt kommen wir hier an. Dann geht es hier in das Haus rein und hier geht es noch weiter hoch. So würde ich. So, wo, ja, so stelle ich mir das eigentlich vor. Da brauche ich ja die normalen Holzstämme. Ah, genau. Natürlich etwas von dem Blattwerk weghauen, sonst passt das natürlich nicht. Aber das rankt ja alles wieder zu, das ist ja alles kein Problem. Ja, jetzt ist die große Frage. Ich denke, ich bleibe jetzt bei diesem Holz als Fußboden bzw. Dach von diesem Raum da unten. Vielleicht mache ich das ja mal so, dass ich die Wände dann so lasse und die kann ich dann wieder anders verkleiden. Ich habe auch keine Ahnung, was dieser Raum für eine Funktion haben soll, ne?
Vielleicht können wir das mit der Kiste mal, dass sie die Kiste da unten reinstellen und so mal da unseren Hauptraum hinmachen, unseren Arbeitsraum oder sowas, ne? Komm, eine Platte habe ich noch dabei. Die setze ich natürlich auch prompt falsch dahin, das ist klar. Das ist ja nun auch wirklich. So, noch ein Versuch. Und dann würde ich sagen, ist das wieder ein kleiner Fortschritt. Und es wird doch immer schöner, atmosphärischer. Und ja, dann mache ich in der nächsten Folge einfach unten wieder weiter. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee hier, hin umzuziehen. Man könnte auch noch irgendwas mit den Fenstern davor machen. Und auch nochmal hinten auf den Hügel rennen, mal gucken, wie das alles aussieht aus der Entfernung, ne? Keine Ahnung, wie das aussieht. Auf jeden Fall, das ist eine gute Sache hier mit dem Dach. Doch, das gefällt mir ganz gut. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ne? Gut, bis zum nächsten Mal. Macht's schön und fein.